Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mal so ein Style and Talk machen. Ich möchte euch gerne einmal meine Schminkbox für Januar vorstellen. Das ist dann, glaube ich, Teil 4 meiner Schminkboxenreihe. Und ich habe auch eine neue Lidschattenpalette, die ich diesen Monat jetzt schon ein paar Mal benutzt habe. Und die wollte ich euch gerne mit in dieses Video einmal reinnehmen und vorstellen. Und wenn du Lust hast auf ein bisschen Schnacken, dann hol dir jetzt sehr gerne was zu trinken, lehn dich zurück und ja, ich würde sagen, dann legen wir auch direkt los. Ich fange an einmal mit einem Primer. Da habe ich von Maybelline hier den Face Studio Prime. Das ist ein porenminimierender Primer, den bekommt ihr auch noch aktuell in der Drogerie. Ich finde den okay. Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde den Primer von Essence, den ich habe, für deutlich weniger Geld besser, muss ich tatsächlich sagen. Ich gebe mir den auch wirklich halt nur auf, wo ich diese vergrößerten Poren habe. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Silikone mit drin. Ich glaube nicht, dass der silikonfrei ist. Also das fühlt sich jedenfalls echt nicht so an. Nur wo sind da... Ja, die Metikone. Gleich an erster Stelle. Also ich habe den jetzt einfach diesen Monat ein paar Mal benutzt, damit ich ihn auch einfach mit verbrauche. Ihr merkt es halt natürlich, dass ihr da Silikone drin habt. Das habt ihr bei dem Essence Primer nicht. Und ja, Silikone verstopfen halt die Poren. Ist jetzt nicht so berauschend, bombastisch, aber das ist okay. Wenn man ihn nicht täglich benutzt, dann ist das schon okay. Ich habe mir gestern eine neue Kosmetiktücherbox gekauft. Und die ist viel zu hoch. Die muss ich jetzt hier so auf meinem Schminktisch einfach so lagern. Ich habe die normalerweise in so einem kleinen Schub, also so einem kleinen Kästchen hier unten drin, wo ich das schön reinschieben kann. Aber nein, die war definitiv zu hoch. Naja, ist halt so. Dann habe ich diesen Monat eine Foundation wieder für mich entdeckt. Und zwar ist es auch von Maybelline, die Dream Radiant Liquid Hydrating Foundation. Ich hatte die, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr mir gekauft. Und die war mir irgendwie so leicht auf der Haut. Ich weiß nicht, die hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Und jetzt hatte ich die mal wieder benutzt. Und ich finde die bombastisch. Jetzt muss man eben gucken, mit welchem Pinsel hatte ich mir die denn aufgetragen. Ich versuche das hier mal mit so einem kurzgebundenen Pinsel. Der ist sehr, sehr weich. Mal gucken, ob ich das damit hinbekomme. Jedenfalls hat die eine festere Konsistenz. Also das verläuft nicht. Und die verteile ich mir jetzt einfach mal so ganz leicht überall im Gesicht. Der Farbton ist super für mich. Das ist die 10 Ivory. Der passt perfekt. Und die ist halt nicht so totmatt. Und dadurch, dass sie halt so leicht ist, braucht man auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Also mit einem Pump-Hup komme ich jetzt nicht so weit. Könnte aber auch an dem Pinsel jetzt liegen. Aber ich mag die total gerne, weil sie eben halt so ganz leicht auf der Haut ist. Hat so eine wirklich leichte bis mittlere Deckkraft und das ist halt überhaupt nicht maskenhaft und ich weiß gar nicht, warum ich die nie getragen habe. Die habe ich jetzt irgendwie diesen Monat total für mich entdeckt und gerne genutzt. Die lässt sich sehr leicht verteilen und die gibt es auch auf jeden Fall noch bei Maybelline. Also wenn ihr auch auf so einen leichten, frischen Look Haut steht, dann schaut euch die gerne mal an. Also die finde ich echt klasse. Die färbt ab in den Masken. Das muss ich dazu sagen. Aber da gibt es auch wirklich nicht allzu viele Make-ups, die das schaffen, die dem standhalten können. Und ja, also finde ich, lässt sich sehr schön einarbeiten. Und die liegt total leicht auf der Haut. Die macht ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Und mir gefällt die richtig, richtig gut. Als Puder habe ich ja
jetzt sehr gerne hier von Rival de Loup einfach das Banana Powder benutzt, einfach um es auch aufzubrauchen. Da ist noch so viel drin. Und ich mache das hier nur noch mit meiner Puderquaste. Ich habe euch dazu auch mal jetzt ein Video abgefilmt. Und zwar finde ich den Auftrag mit so einer Puderquaste klasse. Ihr gebt euch einfach so ein bisschen hier ins Schwämmchen rein und drückt euch das quasi so ein bisschen ja, ins Gesicht. Also ich gebe mir das hauptsächlich in die T-Zone auf, arbeite mir das schön ein und das macht nochmal dieses Hautbild noch ebenmäßiger. Also diese Puderquaste ist echt der Wahnsinn. Die habe ich total für mich entdeckt. Da wurde ich angefixt von der lieben Mamako und daraufhin, also die hat es auch benutzt und daraufhin habe ich einfach mal gedacht, probierst du mal aus, holst du dir mal und da hat sie nicht zu viel versprochen. Ich wollte gleich hiernach noch ein Video für euch abdrehen, da freue ich mich schon richtig drauf, denn ich habe gestern ein Päckchen erhalten von Purish und ja, seid gespannt. Das Video wird auf jeden Fall direkt auch heute noch online kommen. Heute ist der 30. Januar. Dieses Video dann deutlich später, eine Woche später vielleicht, ich weiß es nicht, muss ich mal schauen, wie ich das so hinbekomme. Jedenfalls freue ich mich sehr gleich, dieses Video abzufilmen. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Also, Puderquaste finde ich mega toll, macht richtig schön die Haut. Und dadurch, dass ihr das euch so schön einarbeitet, habt ihr nicht dieses Puderstaubige im Gesicht, sondern ihr habt euch das direkt schön in die Haut gedrückt quasi und dadurch halt, das geht halt so schön in die Poren, ja. Aber ich habe nun mal vergrößerte Poren und ich finde es halt schöner, wenn die ein bisschen ebenmäßiger sind und man sie nicht so sieht. Deswegen finde ich das so sehr schön. Und diese Dreier-Kombi habe ich diesen Monat sehr, sehr gerne benutzt. Ja, dann habe ich einen neuen Bronzer in meiner Sammlung und einen neuen Highlighter. Diese beiden sind das. Die habe ich auch von Purish bekommen und ich mag die beiden total gerne. Also wirklich, das war vom ersten Auftrag her direkt ein Favorit. Und zwar ist es der Skin Bronzing in der Farbe Soft Revenge. Da braucht ihr wirklich, also ihr geht da rein, ihr habt das Gefühl, ihr habt nichts auf dem Pinsel. Aber glaubt mir, ihr habt Produkt auf dem Pinsel. Der ist wirklich mega gut pigmentiert. Ich habe jetzt die letzten paar Male immer so einen Fehler gemacht, dass ich da voll Möhre drin herumgerührt habe in dem Bronzer. Und ich hatte dann einfach viel zu viel auf den Wangen. Und ja, da braucht man einfach wirklich nur ganz leicht reindipsen und kann man sich das so ein bisschen schön aufbauen. Also ihr seht schon, ne? Wirklich ganz, ganz leicht, aber man kann es natürlich auch doller machen. Und jetzt habe ich hier ein bisschen viel, glaube ich. Obwohl, nee, Stirn geht. Sieht in der Kamera irgendwie aus, dass da viel ist, aber nein, ist nicht. Einen Blush habe ich diesen Monat gar nicht benutzt. Wenn dann nur meinen Creme Blush von Catrice mit der Jenny, die Kollektion. Aber da ich jetzt auch schon mein Gesicht abgepudert habe, geht das natürlich nicht mehr, weil das halt ein Cremeprodukt ist und den macht ihr euch unter das Puder. Und ja, mir persönlich reicht auch schon Bronzer und Highlighter. Finde ich einfach klasse. Und als Highlighter habe ich hier den Ozone. Das ist so ein, so ein schöner Champagnerton. Also das ist so halt perfekt meine Farbe. Und den gebe ich mir auf etwas fluffigeren, längeren Pinsel. Und der ist auch bombastisch pigmentiert, sage ich euch. Also man kann sich den schon schön einfach nur so leicht aufgeben, aber man kann natürlich auch so richtig bababum damit machen. Und den gebe ich mir einfach hier so ein bisschen schön auf. Und ich finde, der hat halt nicht so diese groben Glitzerpartikel mit drinne. Der hat halt einfach so einen schönen Schimmer und ja, da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier jetzt ein bisschen schwieriger vom Licht, aber ich will mir da jetzt auch nicht ganz so viel auftragen. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, meine Haare heute liegen irgendwie nicht ganz so. Ich habe mir die jetzt hier hinten einfach nur mit so einer Klammer festgemacht. Ja, ihr kennt das alle sicherlich, so ein Bad Hair Day. Also, naja, heute ist Sonntag. Da darf die Frisur auch mal nicht liegen.
Machen wir weiter mit den Augen. Die Base habe ich soweit fertig. Ich bin ja echt nicht so der Fixing-Spray-Typ. Benutze ich eigentlich eher selten. Und ja, also als Base, wie soll es anders sein, mein MAC Paint Pot. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist einfach mir so der Liebste. Ich möchte euch einfach so ein bisschen unterhalten, ein bisschen was erzählen, auch zu den Produkten. Ja, einfach so ein bisschen mehr. Ja, als Lidschattenpalette habe ich hier von Essence die Bronx This Way Eyeshadow Palette. Das ist so ein 6er Palettchen mit einem kleinen Spiegel hier vorne drin, was ich auch sehr schön finde. Und ja, die Farben sind richtig, richtig schön. Ich habe sie jetzt echt ein paar Mal benutzt diesen Monat. Und ich kann euch echt sagen, die kostet 3,50 Euro. Also die hat ja echt lange gedauert, bis sie bei mir eingezogen ist. Und die finde ich jedenfalls mega. Die kann ich euch echt ans Herz legen. Ich habe ja schon ein paar Mal die Paletten in den Videos gesehen. Die haben natürlich, viele haben gesagt, ja, die Pigmentierung ist jetzt nicht so bombastisch. Was ich persönlich aber gar nicht ganz so schlimm finde, denn auch für viele von euch ist es ja ein bisschen schöner, wenn nicht gleich so viel, gerade auch im Alltag, auf dem Auge landet. Und ihr könnt einfach hier so schön alle Farben miteinander verbinden. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall hier den hellen komplett auf mein Lid aufgegeben. Und dann nehme ich mir hier diesen etwas helleren Braunton und gebe mir den hier so ein bisschen am äußeren Augenwinkel und ziehe mir den so ein bisschen noch mit nach vorne. Also das ist halt, ich finde, eine ganz easy Palette, auch im Alltag. Da braucht man gar nicht viel. Und es geht einfach so, ihr merkt schon, das geht ruckzuck von der Hand. Gerade auch, wenn man morgens nicht so viel Zeit hat. Eben so ein bisschen, ich mag ja auch gerne einfach nur so ein bisschen matt. Finde ich auch schön. Man könnte das nämlich quasi jetzt auch schon einfach so lassen. Einfach hell, bisschen dunkel, ausgeblendet, fertig. Mascara, buh, erledigt. Aber ich möchte heute noch ein bisschen Schimmer. Und ich habe mir dann hier diesen etwas rötlichen Ton oder Bärenton auf mein, direkt in die Mitte von meinem beweglichen Lid gegeben. Einfach mit dem Finger. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, Schimmerprodukte am besten mit dem Finger auftragen. Das klappt einfach und ihr braucht da nicht so viel, also ihr habt nicht so viel Produktverschwendung, was ich finde, immer mit dem Pinsel. Und den goldigen Ton, den gebe ich mir hier vorne auf. Also ihr seht wirklich, die Farben passen alle super zusammen und das hat jetzt echt nicht lange gedauert. Und ihr habt fast alle Farben benutzt aus der Palette, obwohl, ja, bis auf den ganz dunklen jetzt hier. Den brauche ich jetzt heute nicht. Ich gebe mir jetzt nochmal hier von diesem roten ein bisschen nochmal an mein äußeres Dritte vom Auge. Aber ihr seht schon, ne? Ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, schöne Alltagspalette. Und jetzt rauche ich mir das einfach noch so ein ganz, ganz kleines bisschen mit dem Rot aus. Also wirklich nur ein Ticken. Und verblende mir das nochmal dann gleich mit einem sauberen Blendepinsel. Ich bin nicht so der Typ, der sich Lidschatten am unteren Wimpernkranz immer aufgibt. Das mache ich wirklich sehr selten und im Alltag mache ich das gar nicht. Und ihr seht, also die Lidschatten, ich bin mit der Pigmentierung wirklich sehr zufrieden. Ich habe ja auch diese Like to Move It Palette, die lilane davon. Und die ist auch sehr, sehr schön. Die ist ein bisschen schwieriger im Auftrag, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Endergebnis ist dann auch schön. Ja, so viel zu der Palette. Ich glaube, sie kostet 3,30 Euro, 3,50 Euro bei Rossmann. Und DM bekommt ihr sie auch. Essence Bronx This Way. Da gibt es ja noch ein paar mehr Paletten. Also die ist wirklich schön. Kann ich euch echt empfehlen. Für das Geld mega. Ja, als Mascara habe ich hier einfach hier... Einfach hier. Ja, die Better Than Yours Mascara benutzt von Rival de Loop. Die habe ich euch auch schon ganz oft vorgestellt. Und
Jetzt habe ich hier mir die Mascara, mein Pinsel geschmiert. Na, den kann ich waschen. Jetzt habe ich nachher schwarz im Gesicht. Nee, die habe ich euch schon ganz oft in meinen Favoriten, glaube ich, gezeigt. Also das ist eine ganz tolle Mascara, die sehr gut hält, aber irgendwie mittlerweile so zum Ende des Tages hin ein bisschen bei mir abstempelt. Was sie am Anfang nicht getan hat, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass sie so dem Ende neigt. Aber da ist halt auch noch so viel dran. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Problem ist, dass sie jetzt anfängt, mich zu ärgern ein bisschen. Naja, aber dennoch finde ich sie sehr, sehr schön. Sie macht einen schönen Schwung und sie gibt richtig schönes Volumen. Und sie hält halt eben auch sehr gut. Bei uns ist es sehr, sehr stürmisch im Moment. Die Nacht war auch so ein Sturm. Da konnte man kaum schlafen, das war so laut. Und manchmal fegt dann so der Wind übers Dach und da denkst du, da fliegt jetzt eine Dachpfanne weg. Also, das ist echt manchmal Wahnsinn. Aber ja, das ist halt irgendwie so ein richtiges Herbstwetter gerade draußen. Winter haben wir irgendwie nicht. Ja, also es ist auch überhaupt nicht kalt. Wir haben 7 Grad. Das ist total mild. Gestern haben wir auch ein bisschen draußen gearbeitet. Wir haben ja hier einen Ofen bei uns. Also wir sind ja quasi so ein Dreifamilienpart-Haus. Also neben uns wohnen meine Schwiegereltern, über uns wohnt meine Schwägerin. Also wir sind halt echt so ein großes Familienhaus quasi. Und wir haben alle einen Ofen, so einen Kaminofen, Holzofen. Und da brauchen wir natürlich auch ein großes Holzlager. Und das musste wieder gefüllt werden. Das war so gut wie leer. Und da haben wir dann gestern wieder schön Holz bekommen und haben das einfach wieder so ein bisschen schön aufgefüllt. Auch ein bisschen gehackt und gesägt. Und ja, heute wird dann halt da draußen nichts gemacht. Mein Mann ist gerade beim Sport. Mein Sohn spielt Lego. Und ich kann jetzt gerade hier so ein bisschen euch ein bisschen was erzählen. So, als Augenbrauenprodukt habe ich euch auch schon mal gezeigt jetzt diesen Monat den Clean ID von Catrice. Ganz, ganz toller Augenbrauenstift. 100% natürliche Inhaltsstoffe, wasserfest, vegan. Ein ganz, ganz toller Augenbrauenstift. Ich habe auch mal jetzt so letzte Woche, ich glaube vor einer Woche habe ich meine Augenbrauen gefärbt. Aber das hält ja auch immer nicht so lange, ne? Das geht ja mal schnell wieder raus. Und ich male mir jetzt einfach hier vorne so ein bisschen das nach. Und hier oben so ein bisschen. Einfach ein kleines Stück so die Form meiner Augenbraue. Auch gar nicht so extrem. Ich mag diesen Augenbrauenstift total gerne. Der ist halt sehr weich. Also da muss man halt, wenn man malt, schon ein bisschen aufpassen, weil es ist sofort Farbe da. Aber schaut mal, das ging doch jetzt echt flott, oder? Bei mir ist halt echt das Problem, ich habe 2 komplett unterschiedliche Augenbrauen und ich habe es mittlerweile auch aufgegeben, zu versuchen, sie gleich hinzubekommen. Oftmals denke ich mir, sie sind gleich. Und wenn ich dann anfange, mein Video zu schneiden und ich mich dann so in der Kamera sehe, dann denke ich mir, boah, die sind ja schon wieder total unterschiedlich. Naja, von daher habe ich es jetzt einfach aufgegeben, zu versuchen, sie gleichermaßen hinzubekommen, weil ich scheitere sowieso dennoch immer. Von daher spare ich mir die Liebesmühe und male einfach das nach, was ich habe. So, wenn ich das soweit erfolgreich geschafft habe, was echt schnell von der Hand geht mit diesem Stift, ich finde ihn klasse, gehe ich immer noch mal hier mit diesem Brow Booster Pencil von Trended Up rüber. Der hat hier so Fiberhärchen vorne mit drin in der Farbe und damit ziehe ich einfach noch mal so ganz vorsichtig über die Härchen, weil der ist auch so ein bisschen wachsig von der Konsistenz, so dass die Haare gut in Reihe und Glied halten
Und dann gehe ich einfach noch einmal kurz mit meinem Bürstchen nach, dass sie so schön einfach halten. Und ja, fertig ist Steffi mit ihren Augenbrauen. Fehlen eigentlich jetzt nur noch meine Lippen. Ja, ich würde sagen, ich mache mir noch mal ein ganz kleines bisschen Bronzer drauf, denn ich finde, hätte doch ein bisschen mehr geben können. Bevor ich jetzt meine Lippen mache, gehe ich noch mal ein bisschen hier. Denn ein bisschen, jetzt sind die Augen so doll geschminkt und da muss natürlich auch ein bisschen was auf den Wangen drauf sein, sonst sieht es doof aus. Ja, dann jetzt also nur noch die Lippen und dann sind wir auch schon durch. Ich habe hier eine Kombi, die mir auch sehr gut gefällt. Und zwar habe ich hier von Maybelline, was irgendwie so ein leichtes, naja, gut, drei Produkte von Maybelline, ist okay. Den Color Sensational in der Farbe 630 Velvet Beige. Das ist so ein ganz toller Lippenpinsel, den ich sehr, sehr gerne mag. Der ist schön weich und das ist so eine schöne braune Farbe. Ich gebe mir den jetzt einfach mal auf, ohne zu sammeln, weil das funktioniert nicht. Den gebe ich mir dann immer noch so ein kleines bisschen mit auf die Lippe auf. Nur so ein bisschen, weil selbst so könnte man den schon tragen. Ich finde, das ist einfach so eine ganz leichte Lippentönung. Gefällt mir sehr gut. Aber ich habe diesen Monat sehr, sehr gerne meinen neuen Gloss benutzt. Und zwar ist es von Essence. Ein Shine Gloss. Das ist die Farbe 17 Let It Go. Und der hat halt sehr, sehr viele Schimmerpartikel mit drin. Ich mache mir den einfach so ein bisschen, gar nicht viel. Weil, wenn der zu viel auf den Lippen ist, dann gefällt mir das nicht so gut. Aber so einen ganz, ganz leichten Touch in der Mitte aufgetragen und ein bisschen verteilt, finde ich das Ergebnis sehr, sehr schön. Ja, meine Lieben, denkt euch einfach meine Haare weg. Oder denkt euch einfach, Steffi hat eine wunderschöne Frisur heute. Ja, das wäre quasi mein Schminkbox-Video für den Monat Januar. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen, wenn du das an dieser Stelle nochmal nachholst. Ja, ich habe diese Produkte diesen Monat sehr gerne benutzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht gefällt euch das ein oder andere Produkt ja auch jetzt im Auftrag. Was mich wirklich überzeugt hat, ist diese Lidschattenpalette. Die ist der Wahnsinn. Ich finde die sehr, sehr schön und man kann damit schon auch ein paar unterschiedliche Looks schminken. Also es sieht immer ein bisschen anders aus. Ja, ich freue mich jetzt auf mein nächstes Video für euch. Also seid gespannt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.